So, guten Morgen, meine Freunde. Ah, Zeit für Frühstück. Ich hoffe, ihr habt auch gut geschlafen. Heute geht's wieder raus. Heute geht's wieder in die Natur. Und ja, ich frühstücke jetzt hier erstmal ein bisschen meinen leicht schwarzen Bacon hier. Das ist okay. Und dann geht's natürlich wieder raus in die Natur. Kommt ihr mit? Würde mich freuen. Bis später. So, Freunde, ich bin wieder zurück im Banff Nationalpark. Heute mal nicht alleine. Ich habe zwar zwei Kollegen dabei. Ein kleiner Teamausflug, kleine Teamerkundung heute. Wir geben schon eine geile Kombi ab hier, finde ich. Was? Wir geben schon eine geile Kombi ab hier mit den Mützen. Selfie-Dingen. So, und heute geht's. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus, zum Grotten Canyon, Grotten Creek Canyon. Das ist ein Canyon, wo ein Bach runterläuft, und zwar vom Grotten Mountain, der ist da hinter mir, kleiner Berg, ja. Und ja, da gehen wir so einen Canyon, so eine Schlucht lang, und ein paar Wasserfälle werden wir sicherlich sehen und vielleicht auch mal was anderes Tolles. Also, schauen wir mal. Wow. And how is it? A little bit slippery. Okay, I will try. Ich versuche das Ganze mal. Okay, war easy. Oh, alter Falter. Ist ein wenig rutschig hier. So, wir laufen jetzt hier gerade auf dem Bach, der halt zugefroren ist. Und es ist teilweise äußerst glatt. Au. Zum Glück habe ich ja was dabei. Ein paar Spikes zum Umschneiden. Die probiere ich jetzt mal aus, ob das besser geht. So. Kleinen Vorteil ergaunern hier. Mal gucken, ob das jetzt besser geht. Na? What's happened? Was ist los? Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Das geht doch total easy. Ja, kleiner Vorteil. So, auf dem Schnee ist ja okay. Da stört das ja überhaupt nicht. Aber auf dem Eis ist schon ein bisschen rutschig. Schon wieder megamäßig cool aus, finde ich. So in diesem Hintergrund. Hey Jungs, winkt mal.
hier los? Macht ihr Pause? Die wartet auf mich. Scheiße! Hey, sieht schon mal geil aus hier. Ey, das ist Natur hier, wa? Das schmeckt? Super. Oh, super. Was hast du denn gekocht für uns heute? Nix. Jungs, da kommt Eis. Ein paar Tretminen hier auch. Wow. Oh ja, das fühle ich. Boah, jetzt sind wir hier richtig im Canyon angelangt. Boah. Und da vorne sehe ich auch schon den ersten Wasserfall. Schön die Steilwände links und rechts. Schon cool. Hi. Ja, ein paar Leute unterwegs. Naja, wir sind ja halt im Nationalpark. Ich glaube, es bleibt hier nicht aus, hier triffst du immer irgendwen. Diese Kombi hier in der Mitte, ich weiß nicht. Ich glaube, wir sind am Wasserfall angekommen. Sie mal anschauen. Oh nein, da geht's noch weiter. Da hinten ist auch noch mal einer. Schauen wir uns erstmal den an. Bin ich schon wieder am Klettern hier. Also langsam kriege ich auch mal Bock, da hoch zu klettern. Ah, das sieht so scheiße gefährlich aus, wenn da so ein Eiszapfen runtergeht. Ne? Oder wenn es abbricht. Schon mega. Ah, hier, ja, so eine Eiszapfen. Riesendinger, ey. Ne, hier, so ein Stück. Von da oben runter. Okay. Oh, jetzt wird es ein bisschen steiler hier, die Angelegenheit. Radek, was ist los? What happened? Okay, Radek. Ja, let's gut. Go. Ja, perfekt. So, jetzt ich. Gucken, ob das bei mir auch so gut ist oder ich mich langlege. Oh, shit. Naja, ein bisschen im Schnee gehen, dann geht das. Aber das ist schon mega hier, oder? Ah, die richtige Eislandschaft. So. Jetzt geht's hier richtig runter. Richtig steil runter. Wollen wir mal so ein bisschen ins Zickzack gehen? Dann haben wir vielleicht Glück, dass wir uns nicht langlegen. Schauen wir mal. Radek! I can go the easy way, ja? Yeah? Könnte man einen leichten Weg hier nehmen, aber. Was? Feigling. Feigling. Scheiße, will ich hier wirklich runterkommen? Ich gehe runter. Okay. Jetzt rutscht mir auf den Arsch. Da ist doch richtig da. Warte. Ja, let's fun. So, habt ihr das auch gemacht? Hab ich gar nicht gesehen. So, was ist jetzt hier mit Feigling? Was? Das? Der war ja früher wohl der vorgemacht hat. Ja, geht ein bisschen in der Weg weiter.
Allerdings steht hier auch nicht befestigt. Warm. Wir laufen hier schon eine ganze Weile in diesem Bachbett hier. Ja, leider kein Bach zu sehen momentan. Und es geht immer weiter. Immer leicht so bergauf. Boah, mir ist so warm. What? Okay. So, irgendwas ist da. Mal gucken. Sieht ein bisschen aus wie ein in eine Höhle oder sowas. Mal schauen. So. Jetzt wird's lustig. Es geht so richtig steil bergauf. Bin mal gespannt, ob wir, oh Gott, ob wir da hochkommen. Die anderen sind schon vorausgegangen. Jetzt wird's lustig. Kleine Herausforderung. Ja, bis jetzt geht's noch. Es kommt auf der Kamera gar nicht so rüber. What? Der ist finish? Okay. Come on. Robert, das sieht gar nicht so einfach aus. Can you do me a favor? You in the camera, can you tell your friends not to go be in front of my child? Because if they fall, they'll knock you down. Okay. Robert, geht ihr mal. Robert, ja, bitte? Geht ihr mal rüber, ihr seid da nicht. Oder hier drüben lang. Hier den Weg. Ja, aber. Komm mal rüber, ihr Sprung. Ist doch easy hier, oder? Ich glaube, das mit dem Sprung. Okay, hier, warte, go hier. Go here, maybe. This way. Go down. Huh? You go down? Okay, go down. Yeah, use the way in the middle, it's easier. Just lie down. Oh, here it's okay. Heute, das ist so gar nicht so einfach, wie es aussieht. Da sind zwar jetzt welche oben, aber die haben wahrscheinlich richtige Spikes und nicht sowas wie ich hier habe. So 0,15 Dinger. Und ich hatte gerade schon eins verloren und bin in den ganzen Weg von da oben bis nach da runter mit einem Affenzahn runtergerutscht. Zwischendurch habe ich das Ding halt, wie gesagt, verloren. Jetzt musste ich hier nochmal hoch. Und nee, also da hoch. Das wird heute nichts mehr. Darum geht's eher runter. Ja, die Kleine macht's richtig hier. Juhu! Ja.
Perfekt. So, die Jungs sind da. Ich habe keine Ahnung, wie ich da hinkommen soll. Ich glaube, ich wirst wieder runter, oder? Ja, einfach runter, ne? Aber ich habe ein bisschen mehr Zahn drauf als die Kleine. Puh. Okay, let's go. Achtung! Auf die Plätze! Fertig! Los! Und dann. Puh. Das macht Spaß. Geht gleich nochmal. Fazit, Leute. Diese Dinger sind scheiße. Gehen auch schon kaputt. Ein Pin oder ein Spike fehlt schon. Naja. Haben auch nur $5 gekostet. Kann man ja nichts erwarten. Aber leider ist hier auch alles andere ausverkauft. Ich habe zwar welche, aber die habe ich zu Hause. Ja. Nächstes Mal. Nächstes Mal sind sie mit dabei, Leute. Auf jeden Fall. Dann geht's da hoch. Oder auch woanders. Leute, wir haben jetzt mal kehrt gemacht und befinden uns auf dem Rückweg, weil dieser Canyon geht natürlich jetzt noch unendlich weiter. Ist aber leider kein Rundweg und je weiter wir jetzt gehen, ich glaube, da kommt auch nicht mehr allzu viel, also keine Wasserfälle mehr oder sowas, sondern einfach bloß noch Bachbett. Das geht halt unendlich weiter und wir müssen den ganzen Weg ja auch noch wieder zurücklaufen und das dauert bestimmt noch so 1-2 Stunden. Von daher geht es jetzt erstmal zurück Richtung Auto, wieder den Bachlauf lang über die Eisflächen. Ich hoffe, ich packe mich nicht nochmal. Vielleicht rutschen wir auch nochmal irgendwo runter, weil es macht richtig Laune. Naja, also würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir noch ein Like da. Und wenn nicht, dann halt nicht. Und wenn ihr wollt, dann hinterlasst mir ein Abo, aktiviert die Glocke und dann verpasst ihr kein weiteres Video. Also, bis dann, bis bald. Ciao, ciao. Aber was ich immer noch nicht gesehen habe, sind die Wandmalereien. Da suche ich eigentlich noch nach. Gucken, ob wir die noch finden, oder? Was? Rutschig? Das ist schon leicht und ein bisschen angetaut, das ist gar nicht so dolle rutschig. Also jedenfalls bei mir nicht. Und ich bin jetzt ohne Spikes unterwegs. So, was sind jetzt diese Wandmalereien hier? Ich sehe die nicht. Ja, das wird ja wohl keine Wandmalerei sein hier. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Hier, oder? Hier! Naja, so ungefähr. Man kann es kaum erkennen, oder? Wenn man näher rangeht. Da. Hier sind sie. Hier sind die Wandmalereien hier. Also kaum zu erkennen, deshalb habe ich die beim ersten Mal übersehen. Aber wenn man näher rangeht, dann sieht man es. Hier so 1000 Jahre alte irgendwas. Oder einfach bloß irgendwas hingeschmiert.
Kann natürlich auch sein. Der Radek hat gerade das Loch gefunden. Das habe ich vorhin schon mal gehabt. Ja, mein Schuh ist wasserdicht. Seiner leider nicht. Ist ein bisschen Slushy-Eis hier. Ja. Es knackt ein wenig. Oh, oh. Es knackt und rutscht. Okay. I'm sliding. So Leute, wir sind gleich wieder am Auto angekommen. Das war's jetzt aber wirklich für heute.